Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen. Der Charme Europas ist wohl seine Vielfalt. Bräuche, Kultur, Kulinarik. Aber denken wir auch an die landschaftliche Schönheit. Berge, Seen, die Strände. Darüber rede ich heute nämlich mit meinen Gästen. Wenn es bei mir heißt, Flamenco, Fjorde, Flaki, Europa hat immer Saison. Eva ist gebürtige Finnin und kommt auch in Österreich nicht ohne ihre Sauna aus. Als leidenschaftliche Flamenco-Sängerin bringt Monika spanisches Flair nach Österreich. Der bekannte österreichische Schriftsteller Radek Knapp ist in Warschau geboren. Mittlerweile sieht er sich als Europäer. Ray ist gebürtiger Ire und obwohl er schon seit 26 Jahren in Österreich ist, sorgt er mit seinen irischen Essgewohnheiten immer noch für Verwunderung. Das Erasmus-Förderprogramm erleichtert es Studentinnen in Europa während des Studiums andere Länder kennenzulernen. Das hat auch Clara genutzt. Ihre Erfahrungen wird sie uns berichten. Haben Sie schon einen typischen Belgier kennengelernt? Den gibt es laut dem Belgier RAF gar nicht. Auch darüber werden wir gleich noch reden. Und aus den Niederlanden angereist ist heute unser Stargast. Und es ist für mich wirklich eine riesige Ehre. Sie kennen ihn. Vermutlich oder vielleicht waren Sie sogar mal in den 90er Jahren in ihn verliebt. Er war mal in der Boyband Caught in the Act. Mittlerweile wandelt er sehr erfolgreich auf Solopfaden und bereist die Bühnen hier in Europa. Und es ist noch einmal eine große Ehre, dass er heute da ist. Heißen Sie ihn herzlich willkommen. Hier ist Eloy de Jong. Die Herzen der Jungen schlagen höher als der Mädels, die damals in den 90ern vermutlich alle in dich verliebt waren. Ist doch perfekt. Also, perfekt, ja. Perfekt. So viel Liebe hier. So viel Liebe. Wie geht's dir? Alles gut. Mein Wohnwagen steht vor der Tür. Also meine Holzschuhe sind im Garderobe und alles gut. Das meinst du ein bisschen ironisch, denn schon. Wir beide wissen, dass du heute angekommen bist und dein Koffer nicht mitgekommen schrecklich. Ist. Schrecklich. Ja, ja, ja. Ich habe Österreich, Wien habe ich heute in, ich glaube, 15 Minuten im Auto so rundgereist, Klamotten gekauft und aber alles gut. Also ich bin froh, hier zu sein. Genau. Und wieder quasi runtergekommen aus, dieser, runtergekommen? Aus dieser Hektik. Ja, eine österreichische Zahnbürste habe ich. Also, alles gut. Jetzt kann ich bleiben. Du bist viel herumgekommen in Europa. Wo gefällt es dir am besten? Unterschiedlich. Ich bin eigentlich immer wieder gerne zu Hause. Ich liebe es in Utrecht, in Holland. Also, weil ich so viel unterwegs bin, bin ich gerne zu Hause. Also, ich sage auch immer, Urlaub schön, aber die Heimreise ist immer am schönsten für mich. Und wir haben auch ein Haus in Deutschland. Also, da bin ich gerne. Und eigentlich, ja, das klingt ein bisschen Klischee, aber wo mein Partner und Kind, wo die sind, dann, das fühlt für mich wie zu Hause an. Und ich habe auch in Irland habe ich ein paar Jahre gewohnt. Nou, België sind natürlich onze Nachbarn. Also, ich habe ja, mit den meisten eigentlich einen guten Bezug hier. Also, und wieso können die Niederländer und die Niederländerinnen so gut Deutsch? Ja, ich weiß es nicht. Weil wir haben es in die Schule auch, haben wir Deutsch gelernt. Aber damals natürlich gezwungen. Also, das war, aber ich habe es dann ja, geübt und viel. Keine Angst haben, Fehler zu machen. Also, das ist wichtig, mit aller Sprache, glaube ich. Ja. Einfach plaudern und ja, manchmal sagt man einfach etwas Komisches, aber dann ist es auch gut. Und das Coole, was ich immer zurückkriege, dass das Dialekt, das Holländische, dass das immer sympathisch rüberkommt. Ich weiß nicht wieso, aber das höre ich öfters. Also, ihr habt auch ein sehr sympathisches Königshaus. Auch, ja. Obwohl die Maxima eigentlich keine echte Holländerin ist.
Mittlerweile aber, schon. Mittlerweile schon, ja. Aber ja. Es ist sehr beliebt. Also total. Dieses, ja, die ist aus Argentinien gekommen. Yeah. Und das Coole da ist, die hat ein bisschen, früher war das Königshaus ein bisschen so abständig. Mhm. Aber sie hat da ein bisschen die südamerikanische Sensualität mitgebracht. Ja. Und das hat das ganze Königshaus schon viel sympathischer gemacht. Mhm. Und, weil du schon so machst, ja, du bist ja auch so ein begeisterter Tänzer. Ne? Also du singst nicht nur, du tanzt auch gerne. Okay. Du kannst es auch gut. Und neben dir sitzt auch eine Flamenco. Ja, ich habe einmal das schon gehört. Hallo? Ja, schön. Ja, hallo. Ja, ich war holländischer Jugendmeister, Standardtanzen, als ich 17 war. Also damals angefangen mit meiner Schwester, weil es gab einen Jungsmangel mit Tanzen. Also meine Schwester ist 4 Jahre älter. Also die ersten paar Jahre habe ich nur einen Bauchnabel gesehen und getanzt. Aber mittlerweile ist das okay. Und dann bin ich mit einer anderen neuen Tanzpartnerin sogar holländischer Jugendmeister geworden. Aber mein Jugendtraum war eigentlich, in eine Boyband erfolgreich werden. Und das hat geklappt dann. Monika, Flamenco-Tänzerin, mittlerweile Flamenco-Sängerin. Tanzen kannst du ja auch, ne? Ja, so wie, also bei uns in Spanien ist es so wie hier, die Kinder werden mit 4 oder so ab 5 ins Ballett geschickt. Bei uns in Spanien dasselbe mit Flamenco. Und ich habe schon mit 4 angefangen, Flamenco zu tanzen, aber das mache ich nur hobbymäßig. Singen, Flamenco singen tue ich beruflich. Okay. So. Und wo genau kommst du her aus Spanien? Aus Jerez, Andalusien. Ganz südlich. Mhm. Und wie bist du nach Österreich? Aus Liebe. Und zwar habe ich meinen Mann in Jerez, in Andalusien kennengelernt, damals. Und er hatte eben ein Erasmus-Stipendium. Ja, und ich bin für 6 Monate hergekommen. Und wie hast du Deutsch gelernt? Das muss ich dir erzählen. Na, also Deutsch habe ich schon in Spanien gelernt, auf der Uni. Und ich hatte einen Hochdeutsch-Lehrer. Und ich war auch in Deutschland. Ich habe dort gearbeitet, ein Sommer lang. Aber dann bin ich nach Österreich gekommen. Und am ersten Tag habe ich mit meiner Schwiegermutter gesprochen. Also ich habe was gesagt, sie hat geantwortet. Ich habe kein Wort verstanden. Genau so habe ich ausgesehen. Ja, okay. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich muss was machen. Und dann habe ich die Barbara Karlich Show entdeckt und so habe ich Dialekt verstanden. Wo hast denn du Deutsch gelernt, Radek? Ja, in Polen, weißt du, da hatten wir nämlich so Kriegsserien noch, so wo polnische Schauspieler als Wehrmachtssoldaten verkleidet waren. Und die haben immer in diesen Serien 2 Sätze auf Deutsch gesagt. Der erste Satz war, wo ist der Sturmbannführer Stettke? Der zweite war, mein Gewehr hat eine Ladehemmung. Und mit diesen beiden Sätzen bewaffnet kam ich nach Wien und ich kam das erste halbe Jahr, in dem ich es kombiniert habe. Und zwar bist du nicht mit 25 nach Wien gekommen, sondern mit 12. Das sind 2 interessante Sätze in der Schule dann, ne? Ja, aber ich kam gut durch, muss ich sagen. Aber ich war mit 12 und ich kam nur für eine Woche hierher, unfreiwillig. Deine Mutter war hier, meine ne? Mutter hat mich hier festgenagelt. Ich wohnte bei meinen Großeltern. Tolle, schöne Kindheit in einem slawischen Raum, Land. Mein Großvater war ein kluger Mann. Er war ein Schuhmacher und er sagte, unser Garten ist unsere Heimat und die steht zufällig in Polen. Ja, aber schon, da muss man einfach schreiben. Das ist ein schöner Satz. Ja. Und genau, und dann kam ich her für eine Woche und jetzt bin ich immer noch da. Ja. Anscheinend ist hier, hat niemand eigentlich bleiben wollen. Von das uns. War genau von bei uns. Mir war es auch so. Ja, wie war das bei dir, Eva? Mhm. Ich bin nach Österreich gekommen, weil ich nicht zurück nach Finnland wollte. Nach meinem Studium war ich in Frankreich längere Zeit, 1,5 Jahre. Und damals, in den 70ern, war es ja nicht so, dass man ganz einfach so viel ins Ausland gefahren ist. Also habe ich gedacht, jetzt, wo ich in der großen, weiten Welt bin, werde ich doch nicht gleich zurück nach Finnland fahren. Ja, ich habe meinen Eltern gesagt, ich lerne noch ein wenig Deutsch und dann komme ich. Ich bin immer noch dabei. Ja. Aber du sprichst super, also kaum Dialekt oder so Akzent. Naja, ein bisschen schon, ja. In der Garderobe vorhin hat sie viel besser gesprochen. Stimmt. Ja, lustig. Du bist quasi durchgereist geblieben, so ähnlich was beim Ray auch, gell? Ja, eigentlich schon. Der wollte auch nicht bleiben. Und naja, ich hatte keinen Erasmus damals, aber ich war als Jugendbetreuer neben der Arbeit auch beschäftigt. Und ich habe als Maschinenbauer in Irland gearbeitet.
3 Jahre lang. Und ich war schon im Sommer in Deutschland, in Österreich und in Frankreich und Niederlande waren wir, Dänemark. Immer auf einen Jugendaustausch und so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich würde ich gerne ein bisschen herumreisen. Mhm. Und mein Chef damals, der war auch Deutscher, hat gesagt, ja, dann nimm ein Jahr frei. Wenn du innerhalb von einem Jahr wieder da bist, mhm, hast du deinen Job wieder. Das berühmte Sabbatical, ne? Ja. Und ich habe gesagt, okay, danke, tschüss. Und ich bin dann quasi auf der Durchreise gewesen, in Straßburg zuerst, dann in München, Kopenhagen und dann nach Wien. Und in Wien bin ich hängen geblieben, weil Wien für mich war einfach so zentral, so super. Weil in Irland brauche ich 3 Stunden, wenn ich aus dem Land, also ins Ausland fahren will. Ich brauche 3 Stunden mit dem Auto nach Dublin und dann irgendwo wegfliegen oder mit dem Schiff. Und von Wien aus bin ich in 5 verschiedene Länder in 3 Stunden. Und das war für mich sowas von toll. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man in Belgien oder Holland wohnt, das ist so geil, dass man innerhalb von ein paar Stunden in 3, 4, 5 verschiedene Länder sein kann. Ja. Oder am Meer auch. Ne? Also das ist, ja. Wo hast du gelebt in Irland? Genau. In Wicklow. Wicklow. Weißt du, wo das ist? Weißt du, wo das ist? Ja. Wieso lachst du, Ray? Es ist irrsinnig schön dort. Ja, Barbara, das ist so wie Mecheln in Belgien. Ne? Oh Gott! Du sagst immer Holland. Ich dachte immer, Holland darf man nicht sagen. Man muss sagen Niederlande. Ist wirklich egal für uns, wirklich. Ach, für euch ist es egal und uns wird egal. Gesagt, Niederlande, Mann. Holland ist wirklich kein, holländisch, niederländisch ist wirklich kein Thema für uns. Ja, kriege ich oft zurück, das sagen viele Menschen, die sagen, das dürfen wir nicht sagen, aber es ist kein Problem für uns. Nee. Ihr seid sehr locker, ne? Total also, locker. Amsterdam, ja, so. Ja. Das hilft auch ein bisschen. Ja. Was ist Radek? Naja, die Holländer haben auch einen großen Berg. Ihr habt immer einen einzigen Berg und der ist 80 Meter groß, oder? Aber ich bin fast 2 Meter groß. Oh. Ja, das sind 78. Das hat wieder einen ganz interessanten Aspekt, wenn man sagt, ich gehe wandern. Aber ihr habt 37.000 Kilometer Radwege, ne? Ja. Das stimmt. Das ist ja, Fahrradfahren ist wirklich, das ist ein Klischee, aber es ist wirklich bei uns wirklich. Also ich habe heute mit meiner Promoterin gesprochen. Sie ist von Österreich, hat auch gesagt, sie war mal in Amsterdam. Und schwierig, de Auto fahren, zoveel Fahrradfahren. Ja. Aber es ist einfach so. Also, ja, Fahrradfahren hat man überall. Und keine Regeln auch fast für die. Es ist alles eben. Es ist alles eben. Ist so. Und das ist schon nicht so anstrengend wie. Wenn man rauf, runter. Aber das Radfahren in Amsterdam ist so stressig, weil da dauernd so viele Radfahrer sind. Ja. Als ich nach Wien kam, da war es so wunderbar locker. Ja. Wirklich. Das wird auch nicht weniger, weil immer mehr Straßen werden jetzt gesperrt, also darf man nicht mehr mit Auto fahren. Ja. Und ist auch besser für die Umwelt. Dafür wird Radfahren in Wien wieder mehr. Raff, fährst du von Ray auf Raff, fährst du Rad? Ein bisschen, ja. Du trinkst aber lieber Bier, gell? Ich trink lieber Bier. Radfahren ist auch schön. Ja, ich brauche meine Biere dann auch in Wien. Ja, deswegen. Wie bist du nach Österreich gekommen? Also wieso? Ja, auch wieder die Liebe hat mich nach Wien verschlagen. Also Wienerin kennengelernt in Amsterdam. Oh. Also ja, war ziemlich wild. Das will man nicht erzählen. Also, ja, das ist, keine Details. Ja, und dann sind wir, 2 Jahre in Belgien gewohnt, aber ihr hat es nicht so getaugt. Also, ja, wo habt ihr gewohnt in Belgien? In Leuven. Ja. Leuven, so 20 Minuten östlich von Brüssel. Kleine Stadt, aber so Studentenstadt. Das Problem ist mit den Studenten, die werden immer jünger. So, ja. Und ja. Nein, und dann haben wir gesagt, ziehen wir nach Wien. Und ja, super. Ich sage, Wien ist immer so ein bisschen wie Hotel California. Also, you can check in anytime, but you can never leave. So. Ja. Frühling in Wien finde ich fantastisch. Ja, Belgien ist noch immer kalt und Regen. Aber hier war so schön Frühling. Da war ich immer so on the sunny side of the street. Kennst du das? Ja. So eine Seite war dann Sonne und dann bin ich immer durch Wien spaziert. Also, ja, fand fantastisch. Ja. Na gut, aber nur von Luft und Liebe kann man nicht leben, ne? Ja. So ist es, ja. Ja. Also da muss man was machen. Und was macht eine Belgierin in Österreich? Pommes oder Bier? Ich habe mich dann fürs Bier entschieden. Nein, meine Frau sagt, ich hätte Schokolade machen sollen. Das war ein lustiger Rabatt. Ja, mit Belgien assoziiert man die Spitze und Schokolade, ne? Genau, so ist es, ja. Aber Bier auch. Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es ja belgische Biere? Und dann gesehen, ja, es gibt schon tolle Bier in Österreich, aber die Vielfalt hat mir irgendwie gefehlt. Und sagte, ja,
das mache ich. Ich jetzt wird jetzt Bierbrauer. Wow. Ich habe total nicht ausgekannt, einfach zu Hause einen Topf gekauft, ein bisschen so herumgerührt. Und das war, so hat es angefangen. Ja. Und mittlerweile habe ich seit 6 Jahren eine Brauerei in Wien. Ja. Wow. Und bist Biersommelier. Und ich bin Biersommelier, ja, genau. Oh. Weil mein Problem war, ich habe mich total nicht ausgekannt mit den österreichischen Bieren, so Zwickel und alles. Keine Ahnung. Und dann ein großer Brauer hat dann so in Wien Sommelierkurs, habe ich das dann auch gemacht. Und das war super, ja. Die Clara ist halt auch, das ist ein interessanter Ansatz. Dein Vater, Stiefvater ist Franzose. Genau. Die Stiefschwestern sind Französinnen, ja. Natürlich. Und deswegen wolltest du besser Französisch können. Genau, so hat es angefangen und deswegen habe ich mich dann für Grenoble entschieden, dass ich dort das Auslandssemester mache, dass ich mich mit ihnen unterhalten kann. Und? Genau. Und? Ja. Mit Erasmus, muss man dazu sagen. Genau, mit Erasmus. 6 Monate waren das. Ich habe schon sehr gelernt, nur durch das, dass man in Erasmus auch sehr viele andere Erasmus-Schüler kennenlernt, habe ich mehr Iren und Engländer als Freunde gehabt und deswegen war es sehr englischlastig. Also hast mehr Englisch gesprochen als Französisch. Ja, tatsächlich. Was genau ist Erasmus? Erasmus ermöglicht eigentlich den Studenten, das Auslandssemester zu machen in verschiedenen Unis. Jede Uni hat verschiedene Partneruniversitäten. Da kann man sich ganz leicht informieren. Beim internationalen Büros hat eigentlich jede Universität. Und so gibt es spezielle Unis, wo man die Chance hat, hinzugehen und 6 Monate einfach einen Austausch zu machen, das Gleiche zu lernen wie zu Hause und aber in einem anderen Land. Und, du, genau. Und was hast du studiert? Welches Medizin. Ach, und bist du fertig? Ja. Und deine Freunde, woher kommen die und deine Freundinnen? Mittlerweile von überall her, genau. Also ich habe die Freunde dort, die aus Irland und aus England, die habe ich immer noch. Und ich war generell schon sehr viel reisen und deswegen, die Freunde bleiben. Und irgendwann wart ihr jetzt mal in Stockholm, ne? Ja, gerade vor kurzem mit mehreren Studienfreunden, genau. Und woher kamen die alle? Also die sind dann angereist? Ja, genau. Das waren die besten Freunde vom Studium eigentlich. Und einer war gerade in Portugal, der ist von Faro geflogen. Manche sind aus Wien geflogen. Ich war gerade in Mailand, bin aus Mailand geflogen. Und die Vorarlberger, die sind aus Zürich hergeflogen. Also wir waren zu 7 von 4 Flughäfen, wow. Haben uns in Stockholm getroffen. Und die sind alle in quasi, genau... Die Fäden sind zusammengelaufen in Stockholm, genau. Katharina. Genau. Und du bist... von Österreich als Stockholm. Kind nach Schweden, nicht Stockholm, aber außerhalb von Stockholm. Ja, wo genau? Westeros heißt die Stadt. Okay. Aber mein Vater ist Österreicher, Mutter ist Schwedin aus Stockholm. So, Stockholm war immer meine Heimat in Schweden. So, mein Weihnachten und Sommerferien waren wir entweder bei Oma und Opa hier in Waldviertel in Österreich, also auf der Vaterseite, und in Schweden war es Stockholm mit Oma und Opa. Meine Mama. So, und jetzt 2022 oder wann bist du gekommen? 2020 bin ich wieder zurück, also 2 Wochen bevor der erste Lockdown war, ist meine große Umstellung im Leben, dass ich von Stockholm, diese Riesenstadt, diese schöne Stadt, zu ein kleines Dorf in Waldviertel, weil ich mein Leben ändern wollte oder müsste irgendwie. Meine österreichische Wurzel. Was ist so typisch für Schweden? Was ich typisch für Schweden finde, das ist ja gerade das Schöne mit du. Also ich brauche nicht überlegen, kann ich du zu dir sagen oder muss ich was anderes sagen? Und das werde ich wahrscheinlich nie lernen hier. Das, mit wem bin ich schon bei du in meinem Dorf? Ich weiß nicht. Und was auch die Natur. Und, wie ist denn das Essen in Schweden? Was esst ihr? Was ist so typisch schwedisch? Also was ich jetzt... Also die Köttbullar, die gibt es richtig. Also ja? Das sind diese Fleischbällchen. Kleine Fleischlaberl mit entweder Kartoffelpüree soll das so sein und so eine braune Soße. Und dann ist ja natürlich der Hering. Also das ist auch Holland, aber... Ja, lecker. Ja, und ich habe... Der schwedische Hering ist viel süßer und anders als so. Ich muss mich noch daran gewöhnen. An unserer Hering. Du musst gewöhnen an unsere Hering. Ja, dass es andere Heringsarten gibt. Ja, genau. Auch der österreichische Hering. Aber ihr habt ja auch diesen stinkenden Hering. Ja, der ist ja fermentiert. Das ist was anderes. Ja. Genau. Fisch ist ja auch in Finnland. Sehr viel Fisch. Ja, nicht diese Spezialität. Ja, das gibt es in Finnland. Ja. Das ist wirklich schwedisch. Aber in Finnland isst man sehr viel Fisch, weil wir haben ja sehr viel Wasser. Mhm. Wir haben das Meer auf verschiedenen Seiten, Wasser noch und noch und immer einen frischen Fisch.
Und Fisch wird wirklich viel gegessen. Ja. Sehr viel diese kleinen Heringe, die Sprotten, Silaka. Oder die ganz kleinen, die, wie sagen dazu? Sardinfisch. Sardinen? Nein, die sind nicht Sardinen, das ist andere. Die sind ganz kleine Heringe, die Sprotten. Ja. Ja, aber Sardinengröße. So. Oh, wir haben kleine Sardinen. Und dann gibt es die ganz kleinen, die Nadelsprotten. Die sind wirklich ganz klein und die wird man nur in Roggenmehl wälzen. Und Braten und so. Also, aber wir haben also sowas Ähnliches auch in Spanien. Wir haben auch sowas. Wir machen das auch so ähnlich. Ja, also die werden nicht ausgenommen oder was, weil die so klein sind. Ja. Die nein. Mit Haut und Haar haben die. Mit Haut und Haar, ja, genau. Die Haare lassen wir weg. Aber wir wissen, was gemeint ist. Ja, werden sie gebraten. Ja. Bevor wir noch weiter über das Essen reden, möchte ich nur noch auf Katharina, die Schweden. Und die Schwedinnen singen sehr gerne. Ja, das ist wohl der Volkssport, kann man sagen. Bei jeder Gelegenheit? Ja, also immer wenn eine Party, eine Veranstaltung ist, dann liegt so ein Gesangsheftel und da ist immer so ein Toastmaster dabei und sobald man ein gutes Gespräch mit seinem Nachbar hat, dann jetzt singen wir Lied Nummer 124. Ja, und dann fangen alle an. Also du kannst kein gescheites Gespräch singen finden. Singen, Eloy verbindet. Ne? Ja. Ich liebe, Schweden ist für mich aber. Ich meine, das ist natürlich, das war so ein Traum, dass die dann vor 2 Jahren dann gesagt haben, wir machen wieder etwas zusammen, also neue Musik wieder gemacht und genau. Caught in the Act kam ja auch noch mal zusammen, ne? Aber nicht aus Schweden. Ich weiß, aber das hat halt dann nicht so lange mehr. Nee, naja, man sieht schon in einer Boyband, dass da dann auch langsam wieder die alten Emotionen auch wieder. Es ist nicht wirklich einfach, eine Boyband gut zu managen. Und hat man schon 4 Egos natürlich. Und. Ja, es ist einfacher, solo unterwegs zu sein. Aber ich bin dankbar, was wir damals zusammen geschafft haben. Noch täglich kommen da Leute zu mir, die sagen, wow. Du, und du bist sehr, also du hältst deine Figur. Dankeschön. Machst du viel Sport? Es sind nur die kleinen Fische. Aber die sind so klein, wirklich. Ein pro Tag. Aber Rave, ich erinnere mich an eine Geschichte, Silvester. Also zuerst einmal wusstest du nie, was Silvester ist. Ja, das wäre eine Frage für nachher in der Runde vielleicht. Ich habe damals am Anfang in einem Irish Pub gearbeitet. Dort habe ich Deutsch und Deutsch gelernt. Ja. Und kurz vor Weihnachten haben natürlich Leute gefragt, ob ich zum Silvesterparty komme oder ob ich arbeite beim Silvester und so. Und das ist mir irgendwann dann auf die Nerven gegangen. Dann bin ich hingegangen zu dem Chef und sage, Roland, wer zum Teufel ist der Silvester? Und der schaut mich blöd an und ich denke mir, willst du mich jetzt auf den Arno oder was? Sag, nein, alle fragen mich, ob ich dann arbeiten muss oder zu seinen Feiern. Ich kenne ihn gar nicht. Ist das der Große, der am Freitag reinkommt? Halt? Ich kenne ihn gar nicht. Ja? Und der hat gesagt, nein, was meinst du? Der hat ein Fest irgendwann nach Weihnachten, aber ich kenne den Kerl gar nicht. Wie soll ich antworten, ob ich arbeite oder ich bin nicht gar nicht eingeladen? Ich weiß gar nicht. Damit hat der dann... hat dann wirklich bemerkt, okay, ich meine es ernst. Er hat die Musik abgedreht und ist mit mir dann mitten im Pub ist er gestanden und hat alle um Ruhe gebeten. Und hat dann gesagt, der Ray hat mich gerade gefragt, wer der Silvester ist. Und ich bin immer noch da gestanden und gewartet, bis irgendwer aufsteht und sagt, ich bin so. Ich habe es immer noch mitgeführt. Und dann hat er mir erzählt, dass Silvester ist New Year's Eve. Mhm. Nur, wenn du New Year's Eve, so in englischsprachiger sagt, Oder Silvester. Silvester für mich war Rocky. Ah, ja. Ja. oder eine Katze. Naja, und da muss man dazu sagen, als du dann Silvester, am Stephansplatz warst, kam der nächste Schock. Weil wir waren im ersten Bezirk, halt war irrsinnig viel los. Das war so wie Times Square in New York. Viel los, Partystimmung, super Musik, alles passt. Ich und mein Freund, wir
wir sind dann irgendwo ein bisschen höher gestanden, auf einer Sitzbank oder irgendwas, und könnten viel sehen. Da war Countdown. Das war, ja, okay. Erstes Silvester im Ausland. Und eben Countdown, Happy New Year. Und was macht ihr? Da spannt dann Donauwalzer. Donauwalzer. Und fangen alle Leute an zu tanzen. Wahnsinn. Wir sind da, wirklich, mit dem Bier in der Hand, offenem Mund. Was macht ihr das? Ja. Es war wirklich ein Schock. Ich meine, es war schön, aber die erste Reaktion war, was macht ihr da? Das ist bei der Monika, du hast dich auch gewundert, wie wir Weihnachten feiern und wie wir Silvester feiern. Ne? Das war ein Schock. Weihnachten war ein Schock. Ich kann Silvester erklären und dann erkläre ich der Weihnachten. Ja, erklärt sie erst Silvester. Genau. Silvester, wir Spanier, wir essen 12 Weintrauben, die letzten 12 Takten von der Uhr. Ja? Und also die letzten 12 Sekunden bevor Mitternacht. Genau, 1, 2 bis 12. Da muss man schnell sein. Nein, eben nicht. Mit Rhythmus. 1, 2, 3, wie im Flamenco mit Rhythmus. Ja. 1, 2, 3. Und wer das schafft, hat ein glückliches Jahr und erst danach tut man dann anstoßen, trinken, feiern bis mit der Familie bis 1, 2 und dann gehen wir aus und machen richtig Party. Party, aha. Ja. Mhm. Und bei uns hier in Wien war das ein bisschen anders. Das mit den Tanzen, da habe ich mir gedacht, ich habe keine Zeit zum Tanzen, ich muss meine Weintrauben essen und dann muss ich anstoßen und dann mache ich Party und wie soll ich jetzt Walzer tanzen? Ich kann nicht Walzer tanzen, also ein bisschen, ja, aber schlecht. Ja. Ein bisschen habe ich gelernt. Das war, ja, aber ich habe es hinbekommen. Und jetzt haben wir so einen gewissen Ablauf. So. Zuerst die Weintrauben, wir schauen das im Fernsehen mit der Familie, mein Papa und meine Mama rufen an mit dem Video, anrufen und so weiter. Dann anstoßen, dann Bussi Bussi und dann tanzen. Das schaffen wir alles jetzt. Und dann wird trotzdem weiter gefeiert, ne? Also ich würde sehr gerne, aber hier ist nicht so viel Party wie in Spanien. So, was ist Flaki? Wir haben es ja im Titel Flaki heute, ne? Flamenco, Fjorde, da kommen wir noch hin. Ja, viel Wasser hast du schon gesagt. Flaki, das ist so das Abschreckungsessen, slawisch. Also ich kenne viele Österreicher, die nach Warschau kamen, Flaki gesehen haben und in Ohnmacht gefallen sind. Aber das sind Kuttelflecken, das ist eine Kuttelflecken-Suppe. Nein, aber die ist sehr gut. Kommt darauf an, wer sie macht. Also wenn jemand im Speisewagen fährt nach Polen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Du, das ist, ich dachte immer, dass diese rote Rüben... Nein, das ist Barsch. Das ist nicht das Nationalgericht. Nein, Flaki ist gut. Also wenn man das noch erwischt, sollte man das machen. Aber immer ein Wodka dabei. Da gibt es auch ein Nationalgericht in Finnland, das niemand essen will. Welches? Ja, so wie in Schweden diese stinkenden Heringe. Ja. Ja. Das ist aber ganz was Gutes. Es schaut nur ein bisschen komisch aus. Es ist, wird zu Ostern gegessen, heißt Mami. Wird zu Ostern Mami? Gegessen. Mami? Mami. Mami. Umlaut A, M-M-I. Mami. Mami. Ja, Doppelkonsonanten, Doppelvokalen sind sehr üblich im Finnischen. Ja, genau. Mami. Und zwar ist es eigentlich ein Roggenmehlbrei mit Malz drinnen und so sehr lange im Ofen gebraten und so weiter. Das wird ein bisschen süßlich und das wird entweder mit ungeschlagenem Obers oder mit Milch gegessen. Und das ist wirklich was Gutes. Schaut aber schon einmal verdaut aus. Und kaum ein Ausländer will das kosten, nicht einmal kosten. Und ist aber köstlich. Ja. Und dann, ja, manchmal schaut das grauslich aus. Und dann gibt es noch diese Pirogen. Ich mein, ja, aber die schauen gut aus. Ich weiß, ja, aber die kennst du Pirogen auch? Ja, also ich kenne sie auch. Und die karelischen Pirogen. Ja. Das habt ihr in Finnland? Die sind nicht die geschlossenen, sondern die sind so offen. Aber das habt ihr in Finnland? Pirogen? Ja, natürlich, ja. Und habt ihr Karelische. Wir haben sogar ein Foto. Ja. Das sind doch keine Pirogen. Ja, die sind auch Pirogen. Die heißen karelische Pirogen. Ah. Ist das süß oder was ist drin? Nein, nicht süß. Die werden mit Eibutter gegessen, also hartgekochte Eier mit Butter zerdrückt. Und Eieraufstrich? Eieraufstrich eigentlich, ja.
Ja, ja, noch ein bisschen Salz, Pfeffer, gerne ein bisschen Petersilie hinein. Mayonnaise. Nein, auf keinen Fall. Das essen wir zu allem, Mayonnaise. Genau, ja, und das wollte ich dich zuerst fragen, weil du gesagt hast, Pommes. Was sind die belgischen Pommes? Ja, belgischen Pommes sind eigentlich so doppelt frittierten Pommes zuerst. Ja, also richtig, zuerst richtige Kartoffel braucht man, dann doppelt frittieren. Ja. Und was heißt doppelt frittieren? Einmal und noch einmal? Einmal, bis sie mürb sind quasi, dann abkühlen lassen und dann noch einmal. Ah, das ist so schön richtig knackig schön und fett. Schön. Ja, genau. Und eigentlich gehören sie in Rinderfett gebraten. Ja. Dann sind sie richtig gut. Ja. So in Belgien hat man so auf jeder Straßenecke, wo in Wien so ein Würstelstand steht, ist in Belgien eine Fritüre. Ja. In Fritüre kauft man so eine Tüte mit Pommes. Ja. Ja. Und gute sind, Mayonnaise. Und Mayonnaise, ja. Ja. Und wenn ich das hier sage, dann sage ich, Mayonnaise, das kannst du doch nicht essen. Nee. Naja, warte, die Iren toppen das, die Briten. Ne? Die schütten, was schüttet ihr über die Pommes und über Fisch und über alles? Essig. Das ist sehr gut. Ja. Also wenn man Fish and Chips oder sowas bestellt, ich meine, in Irland oder auch in England halt, am Tisch in einem Café oder Fish and Chip Shop, da steht immer Salz, Pfeffer, Essig. Malzessig, oder? Ja, ganz normal. Malzessig. Genau. Genau. Ja. Aber das macht der Mayonnaise auch gut. Wenn ich selbst Mayonnaise mache, dann ich habe immer meine Essig, bringe ich aus Belgien mit. Da habe ich immer zu Hause. Aber mit dem Essig kann ich richtige Mayonnaise machen. Ja. Und was ist noch typisch für Belgien? Ja, also Pommes und Mulfried natürlich. Ja, was ist das? So Muscheln, belgische Miesmuscheln. Ja, eigentlich sind holländisch, und sie kommen meistens aus Holland. Aus Zeeland, Südholland. Ja. Aber das essen die Belgier sehr, sehr gerne. Ja. Die Waffeln in Belgien auch, belgische Waffeln. Ah ja, Waffeln, belgische Waffeln. Aber ich habe das Gefühl, dass man in Belgien weniger isst, als eigentlich woanders. Da sind immer belgische Waffeln, die Belgier was für Waffeln? Nicht so viel. Eloy, was für Waffeln? Belgische Waffeln. Belgische Waffeln. Und was können die? Also sind die süß? Ja, süß. Yeah. Okay. Ja, super lecker. Ja. Ja, aber es gibt zwei verschiedene da. Es gibt die eine, die so lecker diese, und nicht leckere. Genau, lecker. Ja, es gibt so diese luftige, wo sie dann so Schlagsahne und alles drauf geben, so Lütticher Waffeln. Aber die sind eigentlich nicht gut. Die richtigen sind die Zuckerwaffeln. Ja, ja, so mit so große Stücke Zucker drin. Die sind gut. Ja. Aber die bekommt man nur in Belgien. Also, wenn du nach Mecklen fährst, Barbara? Ja, da muss ich das ausprobieren. Und du hast gesagt, was sind diese Mull, ja, oder Miesmuscheln. Miesmuscheln. Ja. Und die Franzosen, Clara, die, ich weiß nicht, stimmt das, dass sie sogar Schnecken essen? Schon, ja. Das haben wir jetzt so in den Studentenkreisen jetzt eher weniger gegessen. Froschschenkel auch? Ja, also ich jetzt persönlich nie dort und auch nicht jetzt meine Freunde von dort. Aber ich glaube, man macht es schon, ja. Also man weiß es schon. Was wir ganz viel gegessen haben, ist Raclette-Käse. Also Käse ganz viel und auch Grenoble, die Stadt der Alpen. Da gibt es wirklich an jeder Ecke ein Raclette. Ja, Käse ist ja auch so ganz typisch, ne? Für, ja. Nicht nur für die Holländer und die Niederländer. Käse? Ja. Genau. Ja. Ja. Und was habt ihr? Ihr habt also der Franzose hat Baguette, ne? Baguette ist ja auch so. Croissant, natürlich. Und ihr habt in Holland Stamppot oder Stamppot? Kartoffelpüree. Genau. Ja, ah, das ist Kartoffelpüree? Es ist nur Kartoffelpüree mit Gemüse. Aha. Das wird dann alles so durcheinander. Ja, ist nicht so mein Ding, aber das essen viele. Aber du kochst gerne, gell? Ja, aber kein Stamppot. Was? Kein Stamppot. Das nicht. Das nicht? Was nee. Kochst du denn gerne? Unsere Tochter ist 11. Aha. Und Kinder von 11 sind schon ein bisschen schwierig mit Essen. Also die hat es geschafft, in ein paar Jahren meine Kochhobby komplett zu verschwinden. Wirklich. Weil ich habe es immer geliebt zu kochen, etwas neue Sachen ausprobieren. Und jetzt kochst du nur mehr Pizza? Nee, ich versuche ein bisschen gesund dann eigene Pizza zu machen. Ja. Oder meine Haferpfannkuchen. Die sind auch wel Pfannkuchen essen wir auch gerne, aber dann mit Hafer gemacht, also mit Bananen drin und alles. Und sind gesund und lecker und passt. Also, ja. Aber das Schrecklichste, was die Holländer essen, das sind die Kroketten. Das ist so irgendwas Unbestimmtes gebacken und dann nehmen sie so zwei Weißbrot und zerdrücken das. Brotje kroket. Brotje kroket, ja. Aber gute Qualität kroketten, dann weiß man, was drin ist. Ach so, ja. Ja. Also nächstes Mal fragen, was sie reingebracht haben. Und was weißt du, was sie dazu zu trinken? Was trinken sie dazu? Ich weiß nicht, was ich sagen soll jetzt. Pass auf! Milch doch, nicht?
Milchschaavi. Die Holländer, die trinken Milch. Deswegen sind die alle so groß, die Holländer. Ja, die Finnen trinken auch Milch. Das ist eine Theorie. Das haben wir auch. Wir haben auch immer in Irland, also in Wien am Anfang, ich kann mich noch erinnern, einen Beisel, wahrscheinlich der erste Beisel, wo ich zum Mittagessen war, habe ich mein Essen bekommen, da wollte ich ja Milch dazu bestellen. Halt. Ja. Und mein Freund hat gesagt, du kannst keine Milch zum Essen haben. Ja. Ja. Ist sicher, wieso nicht? Oh, ja, weil in Irland war das ganz normal, auch in einem Pub zum Mittags, weil da hat man natürlich kein Bier getrunken, weil ein Bier zum Mittag würde man in Irland nicht trinken. Aber die Finnen, sagt die Eva gerade, ihr trinkt auch Milch und Milch und Milch. Buttermilch. Aha. Genau, ja, zum Essen dazu. Und was man in Finnland sehen kann, die Nordlichter, ne? Ja, sicher, ja. Hast du schon gesehen, Eloy? Ich war in Lappland damals. Das ist eine Traumerinnerung. Das würde ich gern unbedingt mal wieder besuchen mit meinen Tochter. Hast du gesehen, die Nordlichter? So schön, ja, ja. Wirklich? Ja. Super. Ja, nein, ein Traum. Das ist echt ein tolles Erlebnis. Bleiben wir noch kurz bei den Vorurteilen. Polen. Boah, also es gibt das berühmte Klischee des polnischen Autodiebes. Genau. Das hat sich inzwischen erledigt, weil inzwischen haben die Polen alle Autos und jetzt werden den Polen die Autos geklaut. Aber es gab tatsächlich vor 20 Jahren, wenn ich sagte, ich komme aus Polen, dann liefen alle zum Fenster, um nachzusehen, ob das Auto nicht war. Also das war nicht lustig. Das ist aber, nicht lustig, nein, aber jemand hat ausgerechnet, es waren so 300 Autodiebe in Deutschland, ganz Europa, die einem 40-Millionen-Volk so ein Zeugnis ausgestellt haben. Eloy, aber wenn wir da jetzt, also es gibt auch Klischees über die Holländer, ne? Viele. Also du hast schon anfangs gesagt, das ist ein bisschen untergegangen, weil die Leute vielleicht geglaubt haben, du bist wirklich mit dem Wohnmobil da und gefüllt mit Käse. Und, nein. Aber das ist so ein Klischee, ne? Ja. Also Campingplatz, Holländer. Schrecklich, Camping. Ich habe immer so Visionen dann, um mit einer so Toilettpapier übers Camping im Dunkel zu laufen und dann... Schrecklich. Ja, wirklich. Und das Geschirr, das Plastikgeschirr. Oh. Wieso ist das so beliebt in Holland? Keine Ahnung, wirklich. Ich weiß es wirklich nicht. Nee, schrecklich. Nee, finde ich, viele Menschen lieben es, aber ich finde es wirklich, schrecklich. Nee, ich bin nicht so ein Camping-Mensch. Raff, weißt du, wie das ist, gerade bei euch zwischen Belgien und Holland, wie Wien und Burgenland oder Steiermark und Kärnten? Ja, das ist lustig. Aber wir sind immer ganz nett zu den Belgiern, aber umgekehrt ist es schrecklich. Also. Aber wenn die Holländer oder die Franzosen einen Witz erzählen, kommt immer am Ende der Belgier. Das ist auch mit den Burgenländern raus. Ja, das stimmt. Wir sind wirklich arm, gell? Ja, das ist so. Das sind immer die dummen Belgier. Du, wie? Ja. Echt? Klar, hast du nicht gehört. Ja, siehst du, Le Con Belge. Das sagt sie immer. Schön. Die Belgier reden Französisch? Ja, Flämisch und Französisch. Also gibt's, es gibt drei Sprachen in Belgien. Es gibt auch einen Teil, wo sie Deutsch reden. Genau, und es sind die Wallonen, die sind im Süden und die sind die freundlicheren, oder? Oder wie? Sind alle freundlich. Das gibt einen Unterschied. Nein, aber ich sage oft eigentlich, die Grenze zwischen so Nord- und Südeuropa, die läuft quer durch Belgien. So. Die Wallonen sind mehr mediterran, die leben mehr zusammen, so dass mehr Freude, so Lebensfreude der Flamme. Da ist eigentlich ideal, man lernt jemanden kennen, man baut ein Haus, baut einen Zaun rund und setzt sich im Haus. Das ist das Leben der Flamme eigentlich. Und was lass mich du? In Ruhe. Und was bist du? Ich bin Flamme, ja. Aber. Jetzt ist Österreich. Ich bin geflüchtet, ja. Ja, jetzt. Ich bin ein Flüchtling. Hat jemand noch gesagt? Wirtschaftsflüchtling. Monika, was sagt man den Spaniern nach? Unpünktlich? Ja. Siesta. Siesta, Fiesta. Ja. Ja. Also, aber ich muss sagen. Stimmt, leider. Ich bin schon viel besser geworden. Ja. Viel besser. Aber früher, als ich nach Wien kam, da war ich mindestens eine halbe Stunde zu spät. Immer. Und jetzt bin ich nur die höflichen 10 Minuten zu spät, um Spanien her. Ich bin Spanierin. Super, willkommen. Aber ich lerne, also unbedingt, aber ich lerne auch. Ja. Aber sind die, ich kann mir vorstellen, warum ihr auch langsamer seid. Es ist so heiß, ne? Es ist nicht nur die Hitze. Ich glaube, das ist die Art, die Welt zu verstehen. Wir genießen einfach.
Ich genieße das Anziehen, ich genieße mein Frisieren, ich genieße die Tasse Kaffee. Ich schaue nicht die ganze Zeit auf die Entschuldige, Uhr. Entschuldige, das ist super, das ist genau Work-Life-Balance, gesunder Lebensstil. Eben. Tranquillo, ja, kein Stress. 20 Minuten Siesta, dann sind wir topfit wieder. Ja. Und weiterarbeiten. Ja, was ist Radek? Aber, du tust schon wieder, du arbeitest schon wieder. Ja? Nein, ich frage mich an den anderen, der auf Sie wartet, ob er das auch so genießt. Nein, schau, bei mir ist es so, wenn ich Leute einlade, zum Beispiel nach Hause, ja, ich erwarte von niemandem, dass sie pünktlich kommen. So, okay. Für mich ist das unhöflich, dass sie pünktlich kommen oder 10 Minuten früher. Ja. Ich denke mir, was machst du 10 Minuten früher da? Also, da wissen es schon alle, sie sollen ja in Ruhe zu mir kommen, ab 18 Uhr. Und da erwarten sie nicht, dass mein Abendessen fertig ist, sondern sie entspannen, sie trinken einen Sherry, sie essen ein paar Oliven, bla bla bla, dann mache ich fertig. Irgendwann ist die Paella fertig und um 20 Uhr essen wir. Was ist gerade? Ja, und wenn das ein Date ist? Und wenn das ein Date ist? Wenn das ein Date ist und wenn der Interesse hat, das soll er machen, ne? Du, weil du jetzt Paella gesagt hast, wie macht man das? Also wie ist das Rezept? Das ich habe kein fixen Rezept. Ah ja, du bist aber wie meine Großmutter. Nimm ein bisschen von dem, ein bisschen von Gefühl, dem. Nach Gefühl, ja. Ah, ja. Aber ich meine, es ist Paprika, Tomate, Zwiebel und das wird dann in Öl ein bisschen gebrannt, nicht verbrannt, aber gebrannt ein bisschen. Ja. Dann tut man den Reis schon ein bisschen kochen, mit ein bisschen Wein vielleicht, damit es anders schmeckt. Dann tut man entweder Meeresfrüchte oder Fleisch oder alles zusammen oder nur Gemüse. Und die heißen diese grüne Erbsen, ne? Erbsen. Erbsen, und das Wichtigste ist dann, dass man, was man dazu gibt, diese Safran. Ja. Aber nicht nur Safran, da gibt man mehr Sachen dazu. Pfeffer, Salz und bla 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 bla. Mhm. Viele Sachen, aber immer nach Gefühl. Ich tue auch mit ein bisschen Zitrone drauf. Ja. Mhm. Und ein richtig großer Topf, ne? Ich habe so eine richtige Paella-Pfanne. Und was kochst du noch? Was lieben deine Freundinnen, wenn du sie einlädst? Tapas. Das ist sehr beliebt. Ich mache Tortilla de Patatas. Ich mache auch die Ensaladilla Rusa. Und dann andere Sachen, die nicht so typisch oder bekannt sind. Aber ich mache die Tapas auch. Also so zum Beispiel typisch von meiner Heimat sind Champignons mit Sherry-Soße, also mit Sherry-Wein. Das ist super. Der Eloy hört genau zu. Das klingt lecker, ja. Du kennst doch so viel, ne? Jetzt, wisst ihr, was wir nicht besprochen haben? Weihnachten. Also du hast gesagt kurz Silvester mit den Weintrauben. Weihnachten ist auch so interessant, Ray. Ja. Weil du hast dich gewundert, dass am 24. alles fertig ist, am 25. ist nichts mehr, ne? Ja, das war natürlich auch ein Unterschied. Das ist mein erster Weihnachten hier. Das war, für mich war das irrsinnig schnell. Ja. Ich meine, in Irland, wir stellen den Baum auf schon am 8. Dezember. Und am 24. selbst, ja, am Vormittag wird noch gearbeitet quasi oder kann man noch einkaufen gehen. Ja. Dann hat man ein paar Stunden am Nachmittag für Essen und Bescherung quasi. Und das war's. Aha, okay. Und dann um 25 bin ich aufgeweckt, okay, ja, Weihnachten. Jetzt ist Weihnachten. Nein, das war gestern. Das ist vorbei. Ja. Also ja. Bei uns passiert meistens, also fast alles am 25. Also am Vormittag aber, in der Früh, ne? Oder? Am Vormittag werden für die Kleinkinder, die kriegen ihre Sachen gleich. Damit die beschäftigt sind? Genau, die stehen schon um 5 in der Früh auf, gehen ins Wohnzimmer und schauen, was da ist. Dann früher ist man immer in die Kirche gegangen und dann das Essen war meistens am Nachmittag. Und dann irgendwann hat man Bescherung danach. Ja. Und was wird gegessen? Bei uns wird meistens Turkey and Ham gegessen, also Truthahn und Schinken. Oder vielleicht dann an der Küste halt wird dann mehr Fisch gegessen auch. Halt. Und Pudding, ne? Und Pudding halt. Und ist das auch in Belgien so? Oder wie feiert ihr? Ja, ein paar Sachen. Zuerst mit den Kindern, diese Geschenke, dass die kommen bei uns am 6. Dezember. Das ist Sinterklaas. Am 6. Dezember? 6. Dezember kommt das Sinterklaas. Ursprünglich ist es um 6. Ja, genau. Das ist das große Fest, wo die Kinder so fangen 2-3 Wochen voran. Die stellen ihr Schuh beim Kamin. Ja. Und dann jeden Tag liegt so eine kleine Süßigkeit. Und am 6. Dezember ist dann, boah, dann kommen all die Geschenke rein. Die wir dann und am 24.?
am 24, eigentlich ist in Belgien 24, 25, manchmal 26, 27, da wird irgendwie gefeiert. Das ist nicht so wichtig, welcher Tag das ist. Ach. Und dann wird ein Geschenk aneinander gegeben. So. Ja. Und in Holland ist das auch so? 5. Dezember feiern wir Sinterklaas. 5. Dezember. 15. 5. Das ist ja überall woanders. Das ist ja, aber sonst geht es nicht, weil wenn er am 5. bei uns ist, muss er auch noch nach Belgien. Ah, stimmt, du hast völlig recht. Ja, du, ja. Mein. Da braucht er zwei Wochen. Der 24. Bei uns am 6. Genau. Ja, da, genau. Ja, da ist er ja unterwegs rauf. Ne? Ja, genau. Dann, nein, der kommt ja von oben runter. Ne? Dann ist er wieder zurück nach Hause. Er ist auf dem Heimweg. Ja, ja, dann, ja. Und bei euch kommt er überhaupt erst. Zu uns kommen überhaupt andere. Die drei Könige. Am 6. Jänner. Maar Sinterklaas komt uit Spanje. Santa Claus kommt aus Spanien. Sinterklaas. Sinterklaas ist unterschiedlich als Santa Claus. Aha. Also der Weihnachtsmann ist etwas anders als Sinterklaas. Und Sinterklaas kommt aus Spanien. Auf seinem Pferd. Auf was? Auf einem Esel? Pferd und mit einem Dampfboot, sagt man das so. Mit einem großes Boot und dann ein Schiff und dann auf dem Pferd. Wie? Also das früher haben die gesagt, dass wir Kinder nicht gut zugehört haben. Und, ja, dann geht sie nach Spanien mit. Das war wirklich eine Strafe damals. Aber das ist ja keine Strafe, das ist Geschenk. Ja, und jetzt haben wir dich auch noch mit die Monika gesehen. Alles ist in Ordnung, aber nicht nach Spanien. Und jetzt sitze ich dann. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja. Sehr lustig. Ja, 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 du, und was macht ihr dann am 24? Bei uns feiern wir doch komplett anders. Also wir treffen uns am 24. auch, aber nur zum Abendessen. Und da wird eben mit der ganzen Familie, wenn es uns gelingt, so ein typisches Weihnachtsfest zu machen, das nennt man in Andalusien Samomba. Aha. Dann machen wir das draußen mit einem Feuer und dann wird gesungen, Flamenco Weihnachtslieder und das Ganze drum und dran und gegessen und gefeiert bis 6 in der Früh oder bis 7 in der Früh. Ja. Wenn nicht, dann machen wir das drinnen, wir essen und so ab 1, 2 dann gehen dann die Leute Party machen. Bis 6 in der Früh oder 7 oder was auch immer. Mhm. Ein Wahnsinn. Ja. Und bei euch tun sie beten, ne? Beten? Na ja, der Papst kommt aus Polen, also der Johannes Paul. Der kam. Ja, kam. Also bei kam, uns, ja, schon, das ist unvermeidlich. Es ist auch ein katholisches Land, wie bei euch, nicht? Aber also, tut sie am 24. feiern? Also das ist so, bei uns ist es ganz einfach. Der Weihnachtsmann kommt nicht von oben oder von irgendwo, sondern einfach durch die Tür. Okay. Pragmatisch, praktisch. Ja? Hat genau die gleichen Schuhe wie der Großvater oder Vater. Komisch. Und der Weihnachtsbaum steht bis Ostern, wenn es geht. Ja, der ist aber unecht, ne? Echt? Weil meiner steht auch so lang. Ja, der klar, ja. Wir stellen den Baum überhaupt schon Anfang Dezember bis Ende. Bis die drei Könige weg sind. Man könnte ja das ganze Jahr theoretisch stehen lassen. Ne? Zu Ostern könnte man die Ostereier draufhängen und fertig. Und die Franzosen, wie feiern die? Leider hat mein Erasmus ja schon am 8. Jänner angefangen. Ihr habt wie mir in Österreich feiern gefeiert. Aber eben, das ist halt, denn man freut sich dann als Kind, weil da ist ja nichts ewig lang. Ja. Und dann darf man nicht ins Wohnzimmer, weil das Christkind kommt. Und dann ist dafür die Überraschung umso größer, weil woher kommen jetzt die Geschenke, woher kommt der Baum? Und später weiß man dann, die Mama ist ja absolute Superheld. Also wir lassen uns das Christkind hier nicht nehmen. Ja? Jetzt haben wir eh schon Halloween umgehängt bekommen. Ne? Lustigerweise hat es was Ähnliches wie Halloween auch in Finnland gegeben. Wirklich, dass man sich genau, am 31. Genau mit dem zu dem Zeitpunkt, ja, nur ist es so irgendwie in die Vergessenheit geraten. Und jetzt ist es ein Revival. Das heißt, Kekri auf Finnisch wird zum gleichen Zeitpunkt gefeiert. Dauert aber eine ganze Woche oder hat gedauert eine ganze Woche. Das war die Zeit, wo die Dienstboten die Stellung gewechselt haben, die Stelle gewechselt haben und man nur die wichtigsten Arbeiten dann erledigt hat, weil das war gleichzeitig Erntedankfest, also da war draußen war schon alles erledigt und die Zeit. Wichtig war, dass man sehr viel isst und trinkt. Ja, das ist immer wichtig. Das war unheimlich wichtig, weil je mehr man gegessen und getrunken hat, desto besser ist dann das nächste Jahr, die nächste Ernte. Oh, okay. Dann. Und jetzt gibt es so ein bisschen ein Revival. Ja. Eloy wird gleich für uns singen. Was wirst du singen? Ich habe ein neues Album raus, Lass das Leben Musik sein. Und ich werde, ich sage ja, singen.
Oh, ich sage ja. Und bevor du dich schon eingroovst auf deinen Auftritt hier, sage ich noch einmal wirklich danke, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, deine Zeit ist begrenzt. Ich danke euch allen, dass ihr hier wart. Es war wirklich spannend und ihr habt euch so super verstanden über die Grenzen hinweg. Ich muss mit der Belgier noch ein bisschen reden, der gestellt. Obwohl du neben der bösen Spanierin gesessen bist. Ich würde euch jetzt bitten, zum Schluss vielleicht, dass ihr euch in eurer Muttersprache verabschiedet. Ja, einfach wieder so ein Tschüss oder was ich mal sagen wollte. Radek, bitte fang an. Also ganz einfach, do widzenia, nicht das Svidania, do widzenia. Hey, na kemin. Hasta la vista. De Grüße. Also in meinem Erasmusland würde ich Urba sagen. Also bye bye oder slán. Dort sind's. Wunderschön, viert euch, wir sehen uns wieder und jetzt Eloy, der Jan. Für Stück gehen wir den Weg zusammen. Ein Leben lang begleitet und beschützt. Vom Glück berührt bleib ich in dir gefangen. Du lässt mich atmen, Liebe gibt mir Halt. Ich sage ja, wenn wir gemeinsam gehen. Ich sage ja, wenn ein Gewitter naht. Ja, mit dir ins Ungewisse fliehen. Schmied.